Ja, liebe Bürgerinnen und Bürger, liebe Freundinnen und Freunde hier in Bitterfeld-Wolfen, der Wahlkampf kommt in seine heiße Phase. Wir haben noch 9 Tage, die wollen wir nutzen. Und je näher der Wahltag ranrückt, desto hektischer wird auch der ein oder andere in den anderen Parteien. Und manch Kandidat neigt dann auch zu Verzweiflungstaten. Sie haben vielleicht mitbekommen, der SPD-Kanzlerkandidat hat jetzt gesagt, er möchte noch ein zweites Fernsehduell mit Angela Merkel. Dahinter kann eigentlich nur die Strategie stecken, dass er die SPD noch mal unter 20% drücken will am übernächsten Sonntag. Haben Sie das erste Kanzlerduell gesehen? Sehr viele haben sich das angeschaut. Ich will mal einen Schlüsselsatz noch mal zitieren von Martin Schulz. Der ist mir im Gedächtnis geblieben, vieles nicht, aber der schon. Da hat er gesagt, das war ihm ganz wichtig, dieser Satz, zwischen richtig und falsch gibt es einen Ort, da werden wir uns treffen. Liebe Freundinnen und Freunde, das ist die typische Antwort eines Sozialdemokraten in einer Situation, wo man sich zu entscheiden hat. Nämlich, man entscheidet sich erstmal grundsätzlich nicht. Für die Linke kann ich Ihnen zusagen, wenn es nach dem 24.09. darum geht, wer die nächste Bundesregierung stellt und wer die nächste Bundeskanzlerin oder Bundeskanzler wird, von der Linken wird es keine Stimme für Angela Merkel geben. 12 Jahre Kanzlerschaft von Angela Merkel reichen. Und ich wünschte mir, die Sozialdemokraten würden das auch mal so deutlich sagen. Dann wären wir schon ein ganzes Stück weiter in diesem Land, liebe Freunde und Freunde. Wir wollen diese letzten Tage noch dafür nutzen, damit wir einen Politikwechsel erreichen. Und der ist eben mit Angela Merkel und der CDU nicht zu machen. Wir wollen, dass es gerechter zugeht in diesem Land. Wir wollen, dass es friedlicher zugeht mit der deutschen Außenpolitik. Wir wollen ein anderes, ein solidarisches Europa. Und wir wollen endlich auch Gerechtigkeit für die Menschen in Ostdeutschland. Von der Bundeskanzlerin stammt der Satz, es ging den Menschen in Deutschland noch nie so gut wie heute. Sehr richtige Reaktion. Ich will mal 3 Zahlen Ihnen sagen, um das mal zu untermauern, diese steile These. 1 Million, 2 Millionen, 13 Millionen. Wir haben mittlerweile in Deutschland 1 Million Millionäre. Und auf der anderen Seite haben wir in Deutschland mittlerweile 2 Millionen Kinder, die von Armut betroffen sind. Und insgesamt 13 Millionen Menschen, die in Deutschland von Armut betroffen sind. Das alles sind Höchststände in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Und dann fragt man sich schon, wen die Bundeskanzlerin eigentlich meint, wenn sie darüber redet, dass es uns hier noch nie so gut ging wie heute. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Bürgerinnen und Bürger, entweder sind der Bundeskanzlerin diese 13 Millionen Menschen, die von Armut betroffen sind, egal, oder sie kennt die Situation in diesem Land einfach nicht. Beides sind gute Gründe, Angela Merkel abzuwählen am 24.09. Und darum bitte ich Sie um Unterstützung, liebe Freundinnen und Freunde. Und ich will etwas weiteres sagen, was mir wichtig ist und wo ich jede Gelegenheit nutze. Ich weiß, dass diese extreme und immer wachsende soziale Ungerechtigkeit vielen auf der Seele liegt. Und viele auch von Ihnen möglicherweise sich von Politik nicht mehr vertreten fühlen. Politikerinnen und Politikern, den meisten zumindest, schon mal grundsätzlich nicht trauen. Und deswegen möglicherweise auch sagen, was soll ich überhaupt wählen gehen? Wenn man sich mal die Wahlen der letzten Jahre anschaut, dann stellt man Folgendes fest. Das obere Fünftel der Einkommenspyramide in Deutschland, die gehen jedes Mal zu über 90% wählen. Das untere Fünftel, da sind wir froh, wenn schon die Hälfte geht. Dieses obere Einkommensfünftel, davon steht, glaube ich, jetzt niemand hier auf diesem Platz. Die gehen noch nicht zur Wahl, weil sie an diesem Sonntag nichts Besseres zu tun haben. Da würde sich mit Sicherheit irgendwas finden, auf dem Golfplatz oder auf der Yacht. Die gehen zur Wahl, weil sie wissen, dass es in ihrem Interesse ist, die politischen Entscheidungen mitzubestimmen. Und deswegen ist meine Bitte an Sie alle. Auch wenn Sie frustriert sind über Politik. Sie können nur etwas ändern, wenn Sie von Ihrem Wahlrecht Gebrauch machen. Gehen Sie am 24. wählen und geben Sie Ihre Stimme ab, liebe Bürgerinnen und Bürger. Und ich will hier in Bitterfeld-Wolfen im Osten auch noch etwas anderes sagen. Wir Ossis wissen, Jan Korte hat vorhin schon darauf hingewiesen, dass wir in vielen Bereichen immer noch Bürgerinnen und Bürger zweiter Klasse sind. Liebe Freundinnen und Freunde,
wenn wir das ändern wollen gemeinsam, und das wollen wir ändern, dann tun wir das nicht, indem wir politische Kräfte unterstützen, die noch Bürgerinnen und Bürger dritter und vierter Klasse definieren, sondern indem wir gemeinsam dafür sorgen, dass alle in diesem Land Bürgerinnen und Bürger erster Klasse sind und alle Menschen gleich behandelt werden, liebe Freundinnen und Freunde. Ich will zu drei Themen kurz etwas sagen. Zur Rente, zum Reichtum und zur Rüstung. Fangen wir mit dem Reichtum an. Wissen Sie, wie viel Vermögen Susanne Klatten 2016 hatte? Schätzen Sie mal. Sie hatte 18 Milliarden Euro Vermögen. Wie viel hatte sie ein Jahr später? 20 Milliarden Euro Vermögen. Sie hat ihr Vermögen innerhalb eines Jahres um 2 Milliarden Euro gesteigert. Die Kandidatinnen und Kandidaten der FDP würden sagen, sie hat 2 Milliarden Euro verdient. Liebe Freundinnen und Freunde, mit diesem unfassbaren Reichtum würde sich sehr viel in diesem Land finanzieren lassen. Und es ist doch nicht akzeptabel, wie unsere Steuerpolitik derzeit aussieht. Die Hälfte davon, eine knappe Milliarde, hat sie allein dadurch bekommen, dass sie auf der Couch darauf gewartet hat, dass BMW, wo sie Großaktionärin ist, die Dividende überweist. Auf diese Dividende bezahlt sie 25% Abgeltungssteuer. Jeder von Ihnen, der morgens zu seinem Job geht, bezahlt als Durchschnittsverdiener 49,4% Steuern und Sozialabgaben. Es muss doch endlich möglich sein, dass auch Frau Klatten genauso besteuert wird wie jeder von Ihnen, meine Damen und Herren. Das muss doch durchsetzbar sein, liebe Freundinnen und Freunde. Alle Parteien oder fast alle reisen derzeit durchs Land und reden darüber, was wir alles brauchen. Wir brauchen bessere Bildung, wir müssen in die Infrastruktur investieren. Erzählen Sie ihnen alle. Manche sogar reden von sozialer Gerechtigkeit. Wer nicht bereit ist, an diesen großen Reichtum ranzugehen und ihn zu besteuern, dem wird schlicht das Geld fehlen, das alles zu finanzieren. Glauben Sie keinem Politiker, der Ihnen soziale Gerechtigkeit verspricht und gleichzeitig zusagt, ich mache keine Vermögenssteuer. Sie werden soziale Gerechtigkeit in diesem Land nur herstellen können, wenn wir den Reichen endlich ordentlich in die Tasche greifen. Und dafür braucht es eine starke Linke im nächsten Deutschen Bundestag, liebe Freundinnen und Freunde. Und dann will ich was sagen zur Rente. Wird ja auch immer erzählt, das ist ja alles nicht machbar. Frau Nahles hat neulich die Bundeskanzlerin für ihre Rentenpolitik beschimpft. Das SPD-Rentenkonzept ist auch nichts anderes als ein Verarmungsprogramm. Schon jetzt steht fest, statistisch, dass bei den über 55-Jährigen über 5 Millionen auf Armut zusteuern, wenn wir an der Rentenpolitik nichts ändern. Und dann können wir mal schauen, wie das andere möglicherweise machen, zum Beispiel in Österreich. Es geht. Alle zahlen in dieselbe Rentenkasse ein, zum Beispiel auch Politikerinnen und Politiker. Wenn jeder Bundestagsabgeordnete in die Rentenkasse einzahlen müsste und seine Rente auch aus dieser Kasse bezieht, können Sie mal eine Wette darauf abschließen, ob die nächste Rentenkürzung noch beschlossen wird. Wahrscheinlich nicht, liebe Freundinnen und Freunde. Selbstverständlich auch die Beamten, alle sollen in diese Rentenkasse einzahlen, damit es gerechter wird und sicher finanzierbar ist und wir Schluss damit machen können, dass das Rentenniveau immer weiter abgesenkt wird. Und jetzt will ich etwas Drittes sagen zum Thema Rüstung. Das sogenannte 2%-Ziel. 2% klingt immer unfassbar niedlich. Na, wir können ja 2% fürs Militär, das ist doch jetzt nicht viel. Liebe Freundinnen und Freunde, dieses 2%-Ziel heißt nichts anderes, als die deutschen Militärausgaben auf 70 Milliarden Euro anzuheben. Das ist fast eine Verdopplung. Das wäre ein größerer Etat für die Bundeswehr, als Russland heute für sein Militär ausgibt. Das ist keine Friedenssicherung, das schafft keine Sicherheit, sondern das macht Europa, das macht unsere Welt unsicherer. Und deswegen wollen wir nicht nur nicht dieses 2%-Ziel, sondern wir wollen kürzen beim Militär und das Geld einsetzen für soziale Projekte, für Infrastruktur, für die Zukunft dieses Landes. Damit wäre sehr viel mehr gewonnen, liebe Freundinnen und Freunde.
Ich habe es am Anfang schon gesagt, 9 Tage sind noch zur Wahl. Wir werden jede Gelegenheit nutzen, alle zu mobilisieren. Wir wollen Angela Merkel abwählen, weil sie dieses Land ungerechter macht und weil sie dieses Land aufrüstet. Und ich will zum Schluss noch mal einen Punkt sagen, der mir wichtig ist. Möglicherweise ist es ja so, dass alle anderen Parteien dafür sorgen werden, dass Angela Merkel Kanzlerin bleibt. Umso wichtiger ist es, dass im nächsten Deutschen Bundestag wieder der stärkste Druck von links kommt und nicht von den Rassistinnen und Rassisten, liebe Freundinnen und Freunde. Darum müssen wir kämpfen. Druck von links, nicht von rechts. Das ist die Aufgabe für die nächsten 9 Tage. Wir wollen drittstärkste Kraft bleiben. Ich hoffe, Sie unterstützen uns dabei. Und ich bedanke mich bei Ihnen. Und als nächster ist dann demnächst Dietmar Bartstein, der schon da ist. Du kannst, glaube ich, noch einen Moment entspannen, lieber Dietmar. Dankeschön.